Herzlich willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für den Teamgeist und ich muss echt sagen, es sind wirklich total schöne Karten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich zeige euch die jetzt einfach und dann werdet ihr schon sehen, das sind wirklich mega, mega Karten geworden dieses Mal. Und das Thema ist Weihnachtszeit und Lichterzeit. Ich fange jetzt hier einfach mal mit dieser Karte hier an. Das ist die Karte von der lieben Swantje. Und Swantje hat hier eine wunderschöne Karte gebastelt. Bevor ich euch das zeige, also ich zeige sie euch jetzt mal so. Das Besondere seht ihr auch gleich. Aber ich zeige euch auch noch schnell die Materialliste von ihr. Die halte ich euch so ins Bild, dann könnt ihr wieder Pause drücken und könnt euch das abschreiben, wenn ihr das braucht. Und diese Karte sieht ja so schon total mega schön aus, oder? Also die ist total toll, die funkelt und glitzert und auch im Hintergrund hinter den Sternen funkelt es da richtig schön raus. Ich hoffe, das kommt super rüber. Auch der Spruch ist wunderschön und diese tollen Stanzformen, die liebe ich immer noch total. Also die finde ich immer noch total wunderschön. Und auch innen ist sie gestaltet, so. Und jetzt versuche ich mal das Licht auszumachen, weil diese Karte kann auch noch was. Und jetzt halte ich es euch mal rein, so. Jetzt sieht man es noch ein bisschen besser. Also hier hinter dem Stern ist, wenn man hier drauf drückt auf diesen Stern, ein Lichterglanz. Und das finde ich total toll. Also das ist wirklich wunderschön. Also wenn man sie vor sich hat, dann leuchtet es noch ein bisschen mehr als jetzt in der Kamera. Aber das ist echt der totale Hammer. Ich finde die Karte ist ganz, ganz toll. Und sogar das Papier hier oben drauf, dieses Pergamentpapier glitzert auch. Vielleicht haben die ein bisschen abgefärbt, die Sterne, oder ich weiß nicht, die glitzern auch noch. Also das ist wirklich eine, ja, das sieht man sogar in der Kamera. Super, oder? Hier seht ihr den Hintergrund. Oh, das funkelt so schön. Das ist wirklich so eine tolle Karte. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, Swantje. Ich finde die Karte total schön. Wirklich klasse. Oh, echt toll. Und die nächste Karte, die ich euch zeige, ich lasse jetzt nämlich das Licht gleich mal so, die kann nämlich auch leuchten. Und diese Karte ist von der lieben Alexandra und wenn man hier drauf drückt, also steht ja schon dran, Push, seht ihr das? Dann leuchten hier die beiden Glühbirnen total schön. Also ich glaube, man sieht es in der Kamera, es ist wirklich total cool. Also auch das wieder eine super, super schöne Karte. Also ich finde das wirklich cool. Ich habe noch nie so eine Karte gebastelt, wo man so einen Knopf drücken kann und dann leuchtet es irgendwo. Aber ich glaube, das muss ich auch mal versuchen. Das ist echt toll. Ich habe also keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich denke, das sind irgendwie so kleine LED-Lichter im Hintergrund und finde ich total cool. Und jetzt mache ich mal nochmal das Licht ein bisschen mehr an, dann könnt ihr die Karte nochmal genauer anschauen. Es werde hell und jetzt zeige ich sie euch mal nochmal bei richtigem Licht. Das sieht man, glaube ich, fast nicht, gell, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. Aber es ist total cool. Und hier hat sie auch noch schön embossed. Also das ist auch noch ganz fein. Das glitzert auch. Und also es ist eine total coole Karte wieder. Und auch innen, süß, oder? Der ist mal schnell unterwegs mit seinem Roller. Und hat sogar ein Bärchen dabei. Also es ist auch ein total süßer Stempel. Also wirklich eine wunderschöne Karte, Alexandra. Ich danke dir. Total toll. Ich habe hier die Materialliste für euch. Und ihr findet die Alexandra hier bei YouTube, bei Instagram und bei Facebook. Und ich zeige euch auch nochmal die Rückseite von der Visitenkarte. Und ich muss echt sagen, also ich finde beide Karten total cool. Und dieser Mechanismus, der hat es mir schon angetan. Also den finde ich echt super cool. Vielen, vielen Dank für eure tollen Karten. Wir machen weiter mit der Karte von der lieben Viola. Also das ist noch das Kuvert. Und diese Karte finde ich auch wunderschön. Das ist mit den tollen Sternen gestaltet. Was ich ganz besonders cool finde oder was eine super Idee ist, finde ich, ist hier, hat die Viola auf dem Pergamentpapier mit Embossingpulver geprägt. Diese Sterne haben also im Hintergrund alle nochmal einen Stern. Ich weiß nicht genau, ob man es gut sieht, aber ich finde, das macht es nochmal noch eleganter und natürlich auch, dass die Sterne oben mit Gold embossed sind. Also es ist total schön. Im Hintergrund mit Gold gestempelt. Und was ich auch total cool finde, sind diese kleinen Kleckse hier, die eben noch so schimmern und glänzen, funkeln und so wirklich so richtig schöne Weihnachtsstimmung machen. Also ich finde die Karte auch total schön. Auch im Hintergrund glänzt es noch. Und ja,
Hier im Innenteil sind auch noch zwei Sterne. Und das ist für euch die Materialliste. Und ich muss echt sagen, auch diese Karte finde ich wunderschön und ist auch sehr aufwendig gestaltet mit den ganzen, heute fallen mir die Worte, mit dem ganzen Embossing und so. Also ich finde die Karte ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Viola. Ich hoffe, das kommt richtig schön rüber. Eine richtige Funke-Glitzer-Weihnachtskarte. Sehr, sehr schön. So, und jetzt kommen wir schon fast zur letzten Karte vom Team. Das ist die Karte von der Maike. Und auch diese Karte ist ganz, ganz toll. Also erstmal, ich finde die Karte von sich aus schon total hübsch, weil die einfach diesen, mit diesem Schneemann, das ist einfach, das macht gleich gute Laune, finde ich. Also das ist einfach ein total schöner Stempel und da muss man gleich grinsen, wenn man die Karte überhaupt sieht. Und dann kann man hier noch anziehen. Boah, ich muss weiter weggehen, damit ihr das in voller Größe seht. Und habt ihr so eine coole Slider-Card, wo man eben noch richtig viel Platz hat für Grüße. Die Maike hat hier gestempelt. Und hier ist nochmal der andere Schneemann, der ist natürlich auch total süß. Und also ich finde die Karte total toll. Das ist auch so eine Karte, wo man wieder nicht aufhören kann mit Ziehen und Schieben. Also das ist wieder ja, genau das Richtige für mich. Und ich finde sie wirklich, wirklich wunderschön. Vielen Dank, Maike. Und wir haben natürlich auch wieder eine wunderschöne Materialliste von der Maike. Und ich hoffe, ihr könnt das hier so alles sehen. Und die Karte nennt sich Double Slider Card. Genau, das ist die richtige Bezeichnung für die Karte. Finde ich wirklich super, Maike. Und danke, danke, danke für eure wunderschönen Karten. Ich weiß, dass ihr alle total viel um die Ohren habt in dieser Zeit. Mir geht's auch so. Und ich freue mich total, dass ihr mir trotzdem so schöne Karten geschickt habt. Und ihr habt euch ja wirklich alle total viel Arbeit gemacht mit den Karten. Und also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kartenidee. Ich blende euch jetzt nochmal was ein. Und zwar die Andrea hat auch mitgemacht, aber sie hat es mir nicht schicken können, weil das ein bisschen schwierig war. Das ist so ein Windlicht und ich blende euch jetzt mal die Fotos ein, die mir die Andrea geschickt hat, damit ihr die auf jeden Fall anschauen könnt. Und auch die Materialliste hat sie geschickt, das blende ich euch auch ein. Und dann könnt ihr mal sehen, was man noch so machen kann. Also das ist natürlich schon auch ein bisschen Deko und mit Lichterschein und Weihnachtszeit, das ist auf jeden Fall schon mal so richtig toll. Vielen Dank, Andrea, für diese tolle Idee. Ich finde es auch wunderschön und das ist einfach auch schon so eine richtige weihnachtliche Einstimmung mit den Lichtern, die überall leuchten. Das ist ja genau das Besondere an Weihnachten auch, dass man sich dann einfach so richtig wohlfühlen kann zu Hause und das ist eine super Idee und ich finde das ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und wir bleiben gleich ein bisschen bei der Andrea, denn ich habe letztes Jahr von der Andrea zu Weihnachten eine Karte geschenkt bekommen, die mir total gut gefallen hat. Und ich habe damals, als ich mir das ausgedacht habe mit dem Teamgeist, habe ich sie schon gefragt, ob ich diese Karte als meine Idee dann zeigen darf, wie man das bastelt. Das ist nämlich eine Karte, die man so aufmachen kann. Und hier, also man kann die dann hinstellen. Hier rein kann man dann ein Teelicht machen. Und ich habe die Teelichter immer in einer Hülle drin oder ein elektrisches. Also das würde ich euch auf jeden Fall raten. Bitte ja kein echtes Teelicht nehmen ohne eine Hülle außenrum. Und also ich fand die Idee total schön und ich habe das wirklich sehr, sehr lang bei mir im Wohnzimmer stehen gehabt. Und ich habe da innen rein so ein Glas benutzt, um mein Teelicht rum, das so mit Orange und Gelb so ein Sonnenuntergangsstimmung gemacht hat. Und da habe ich, also ich habe das wirklich jeden Tag angemacht und jeden Tag angeschaut, weil ich das so schön fand. Das hat im Hintergrund so schön geleuchtet, wie wenn das wirklich eine untergehende Sonne wäre. Ja, das hat mich wirklich total in Weihnachtsstimmung versetzt und ich habe das auch noch viel länger dran stehen gehabt, dass eigentlich Weihnachten war und auch im Januar und Februar, glaube ich, sogar noch. Also das war wirklich sehr, sehr lang bei mir rumgestanden und ich habe mich da wirklich jeden Tag dran gefreut. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bastel das heute mit euch nach. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob das Video heute oder morgen kommt, je nachdem. Ich bastle auf jeden Fall mit euch das nach und ich zeige euch auch was, wie ihr diese Sonnenuntergangsstimmung machen könnt. Also wir basteln dann quasi im Sonntagsvideo eine Box mit einer Hülle für euer Teelicht, wo ihr dann diese Sonnenuntergangsstimmung habt. So. Und genau, diese Karte ist es also die Idee kommt wieder von der Andrea, sie hat mich wirklich sehr inspiriert, gerade in dieser Weihnachtsserie. Und ich habe jetzt hier einmal eine Karte gemacht, wieder mit dem Faungrün. Ihr wisst es, glaube ich, schon, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsfarben auf jeden Fall geworden, ganz schnell.
Und ich habe hier auch diese tollen Sterne verwendet aus den, ich glaube, Sternenglanz heißt die Serie, die Reihe mit den Sternen zum Ausstanzen und auch den dem Stempelset dazu. Und das ist jetzt so die Vorderseite, also da habe ich den Hintergrund gestempelt und dann die Sterne aufgeklebt. Das hier, das sind übrigens so Schnörkel, die eigentlich Reste sind aus diesen Sternen, aber finde, die kann man super verwenden. Die sind aus diesem Innenteil. Ich glaube, aus diesem Stern sind diese Schnörkel. Das, was da also übrig bleibt, das kann man super verwenden, um hier noch so ein bisschen Schnörkel in den Hintergrund zu setzen. Da habe ich auch einen Garn hinten hingemacht und ja, also die Karte funkelt und leuchtet und glänzt schön. Und hier in den Innenbereich habe ich jetzt noch gestempelt mit den Sternen aus dem Set. Auch die Sprüche. Auch nochmal hier ein bisschen mit Kupfer gestempelt. Und genau, dann sieht das Ganze so aus. Mit Kupferfolie eben auch die Sterne wieder ausgestanzt und aufgeklebt. Und die kann man wieder so hinstellen und da eben das Teelicht dann reinbauen. Also das wäre eine Idee und eine Möglichkeit. Und was ich aber euch zeige, also was meine Karte wird, die wir zusammenbasteln, ist diese hier. Die sieht also in der Vorderseite so aus. Da ist jetzt dieser wunderschöne Hirsch drauf. Der ist bestempelt. Ich hoffe, das sieht man. Und ja, also dieses Stempelset und diese Stanzen dazu, das sind wirklich, das ist eins meiner Favoriten. Ich finde die so schön. Und die sind so vielfältig einsetzbar. Und hier, finde ich, kommen sie super zur Geltung. Und natürlich ist es auch eine schöne Weihnachtsfarbe. Also das ist mit diesem Rot, das ist jetzt Chili und mit dem Espresso und mit dem Waldmus. Das passt einfach irgendwie, finde ich, sehr, sehr gut. Und die Innenseite sieht jetzt so aus. Also da finde ich jetzt schon was los, aber ich finde es sehr, sehr schön. Da kann man es wieder hinstellen, das Teelicht rein und gut ist. Und jetzt zeige ich euch auch noch die Verpackung, die dazu kommt am Sonntag. Das hier wird die Verpackung sein, also man sieht da schon ein bisschen was durchleuchten. Was da genau drin ist, bleibt jetzt noch eine Überraschung. Ich mache es jetzt mal noch nicht auf, aber ich zeige euch die Packung auf jeden Fall mal von außen. Und innen drin ist eben das, was man machen kann, damit dieses Teelicht in diese Abendstimmung kommt. Das ist so schön. Leuchtet. Okay, also dieses Video auf jeden Fall am Sonntag, dieses Video entweder jetzt direkt im Anschluss oder am Samstag. Ich weiß noch nicht genau, wie es machen kann. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal wirklich ganz, ganz herzlich bei meinen süßen Mädels bedanken. Vielen Dank für eure große Arbeit, die ihr da reingesteckt habt und dass ihr trotz der vielen Vorbereitungen, die jetzt langsam so losgehen und ich glaube, ihr seid alle genauso wie ich ziemlich in den Weihnachtsbastelvorbereitungen, dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt und mir eure Karten geschickt habt. Das finde ich total schön und ich möchte mich da wirklich sehr bei euch bedanken. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen und am Sonntag, wenn ihr wollt, gerne zu meinen Ideen zu diesem Thema und zu den nächsten Türchen im Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!